Die Massenmigration von Schweizer Politikern in die Bundesstadt sorgt für rote Köpfe. Unglaubliche 246 Politiker strömen nach den Wahlen auf Bern. Sie kommen von überall, sie kommen auf einmal und die Behörden schauen weg. Ich habe ja nichts gegen Politiker, aber also, sie schaffen einen Wahnsinn. All die Parlamentarier, die von überall her zu uns kommen. Ach komm, ist denn noch zu wenig gesagt? All vier Jahre nehmen wir die zu Bern auf und ich finde, es ist etwa mal gut, gell? Ja. Zurück, dass Bern die einzige Gemeinde in der Schweiz ist, die alle vier Jahre nationale Politiker bei sich aufnimmt, ist ein Tabuthema, das die Berner Volksseele schon lange zum Brodeln bringt. Wir sind die Bundeshauptstadt. Aber meinet ihr, jetzt Zürich hätte mal irgendeinen von denen aufgenommen? Nur ein einziger? Bern ist voll. Wohnungsmangel, organisierter Stimmenfang und Stau in den Beizen. Für viele Bernerinnen und Berner sind die Schuldigen schnell gefunden. Personen mit Sessionshintergrund. Man kann ja gerne keinen Bus und keinen Zug mehr nehmen, ohne dass einem so ein Berset oder ein Baumschneider den Sitzplatz wegnimmt. Und wenn die einen gewählt sind, dann sind sie hier. Und dann lungern die auf dem Bundesplatz umeinander und koalieren und kumulieren und panaschieren in der Weltgeschichte umeinander. Ein Ende dieser Völkerwanderung ist nicht in Sicht. Im Gegenteil. Die Anzahl von Gesuchen von Menschen, die lebensgefährliche Reise auf Bern auf sich nehmen, um ihren Familien und diversen dubiosen Lobbys in der Heimat ein besseres Leben zu ermöglichen, steigt mit jeder Wahl. Die kommen zum Teil aus Kulturen, da muss ich sagen, wie weiss ich die hier in Bern integrieren? So ein Landmaschinenmechaniker von Uri, bis der hier integriert ist, dann sind die vier Jahre schon längstens vorbei. Hey, schaut doch einmal das Parlament an. Man rief Nationalräte und es kamen Weinbauern. Sind es vor acht Jahren noch 3'700 gesucht gewesen, sind es dieses Jahr schon 5'900 Menschen, die für den Nationalrat kandidiert haben. Nein, im Ernst. Wir können unsere Töchter in der Nacht nicht mehr ohne Angst durch die Stadt laufen. Wir haben immer Schiss, dass sie von irgendeiner Frauensektion der Grünliberalen zu einem Güppli-Apparat überschnoren wird und dann umoperiert wird zu Junggründern. Die Scheinpolitiker, die nehmen den richtigen Politiker doch den Platz weg. Oder so einen Köppel, der ist uns acht Jahre auf der Tasche gekommen. Doch trotz allem, es gibt auch in der Hauptstadt Verständnis für Menschen auf der Suche nach dem Berner Traum. Ich verstehe es, wenn Menschen aus dem Jura keine Perspektive mehr sehen. Oder aus dem Fricktal. Andreas Glarner hier oder her. Kein Aargauer ist illegal. Und so macht sich Bern in diesem Herbst wieder einmal mehr, bereit für 246 gewählte Politikerinnen und Politiker aus der ganzen Schweiz. Die erste Anlaufstelle für die Menschen ist wie immer das Bundeshaus. Das grösste Auffangzentrum der Schweiz.